Die Bitcoin- und Ethereum-Preise sind mittlerweile schon ziemlich stark angestiegen. Wie kann ich denn Bitcoin und Ethereum kaufen? Hallo und herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge mit mir, The Pyro. Und in diesem Video geht's nicht ums Lernen oder um Politik oder um Klavier, sondern um Kryptowährung. Und wieso denn das? Weil ich mich in letzter Zeit so stärker für Kryptowährung interessiert habe und bereits 50 Euro in Kryptowährung investiert habe, habe ich mir mal gedacht, ein neues Format zu machen, das heißt Kryptowährung. Und ja, und das Wichtigste kommt natürlich als erstes, nämlich das Kaufen der Kryptowährung, in diesem Fall Bitcoin und Ethereum. Also das sind die beiden größten Kryptowährungen, die es gibt. Und das zeige ich euch gleich am PC. So, jetzt ist es wichtig, bei Google einzugeben, Blockchain Info. So. Blockchain-Info. So, da kann man sich so eine Bitcoin-Wallet erstellen. Und ja, damit zur Wallet. Dann logge ich mich ein. Ich werde die Passwörter natürlich geheim halten, damit ihr nicht unbefugt meine Accounts habt. Deswegen werde ich die Passwörter auch nicht anzeigen lassen, nur zu meiner Sicherheit. So, um euch zu zeigen, wie man die beiden größten Kryptowährungen kauft. So, und hier, das ist die Wallet. Das ist genau die Wallet, die ich bei mir habe, die ist übrigens leer und so soll sie, wird auch eure Wallet aussehen, wenn ihr euch natürlich registriert habt. Und dann sieht man links hier bei den Transaktionen Bitcoin und Ether in der Beta-Version. Also das Ethereum ist bei Blockchain jetzt gerade nicht so alt, deswegen zeige ich euch, dass man hier bei Blockchain nicht nur Bitcoin, sondern auch Ethereum kaufen kann. Okay, damit ihr Bitcoins kaufen könnt, kann man einfach hier links drücken, Buy and Sell Bitcoin, also kaufen und verkaufen. Und dann muss man halt das Land zu ihnen, wie man wohnt, natürlich Germany, und dann kann man diese Bitcoins über Coinify kaufen. Das ist so ein Programm, das mit Blockchain zusammenarbeitet, und drücke ich mal auf Weiter. So, da kann man hier eingeben, wie viele Bitcoins man will. In Euro und in Bitcoins natürlich. So, in Euro natürlich. Zum Beispiel, ich will kaufe 100 Bitcoin, 100 Euro, und das sind gerade 245.208 Satoshi. Nee, nicht Satoshi. Ja, also 0,02 Bitcoins. Genau. Wert. Und das ist auch der Kurs hier, für den der Bitcoin hier gehandelt wird, zum Kaufen, nämlich 4.078,17 €. Und da muss man einfach bei Bitcoin klicken. Da muss man halt die E-Mail-Adresse verifizieren und also genau auf den Verifizierungslink drücken. Ja, das werde ich euch auch gleich zeigen. So. So,
sorry für die Kindergeräusche. So, und hier ist Blockchain. Das ist die E-Mail, die wir kriegen sollen. Und dann muss man hier drücken, ja, das ist meine E-Mail. Und dann, das drücke ich auch gleich drauf. Und wartet noch. Okay, jetzt gehe ich halt zum Browser und dann wurde natürlich die E-Mail-Adresse hier verifiziert. So, unter Partner Coinify bearbeitet, bla 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 bla. So, einfach weiter drücken. Und dann kann man hier zwei Bezahlmethoden benutzen, nämlich die Banküberweisung. Aber der Nachteil hier ist, dass man die Bitcoins erst in 2-3 Tagen kriegt. Dann gibt es auch hier dafür keine Transaktionskosten. Und bei der Kredit- oder Debitkarte, die wenigsten haben, gibt es aber eine 3%ige Transaktionsgebühr. Aber dafür kriegt man die Bitcoins sofort. Also für die meisten von euch wird die Banküberweisung interessant sein. Ja, und dann muss man halt auf Weiter drücken. Und dann 100 Euro an Coinify überweisen. Und ja, und wenn ihr die Bitcoins gekauft habt, könnt ihr Teile von den Bitcoins auch in Ethereum umwandeln. Und das kann man hier mit Exchange machen. Ja, richtig gehört. Und dann kann man auch hier angeben, wie viele Bitcoins man in Ethereum tauschen will, um natürlich zu diversifizieren. Damit man nicht nur von diesen Bitcoins auch abhängig ist, zum Beispiel hier 0,01 Bitcoin. Und ja, da kann man auf Weiter drücken und ja, dann kann man halt das die Bitcoins teilweise in Ethereum umtauschen. Ja, und das Verkaufen der Bitcoins, das werde ich euch in einem anderen Video erklären. Und ja, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, gebt ein Like. Wenn nein, ein Dislike. Und ja, bis dann. Tschüss.